Es ist 19.30 Uhr. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zur Zeit im Bild. Cherson in der Ukraine wird zur Geisterstadt an der Front. Seit Kriegsbeginn sind 170.000 Menschen von dort geflüchtet. Die Verbliebenen kämpfen ums Überleben. Serbien legt die Waffen nieder. Nach den Attentaten im Mai haben die Menschen dort mehr als 100.000 illegale Schusswaffen abgegeben. Die Formel 1 geht in die Verlängerung in Österreich. Spielberg bleibt bis mindestens 2030 Austragungsort des Grand Prix. Und das Wetter wird im Süden wechselhaft. Die Ukraine hat wieder unruhige Stunden hinter sich. Diesmal ist auch die Hauptstadt Kiew zum Ziel russischer Luftangriffe geworden. Zwei Wochen lang war die Stadt verschont geblieben, heute aber waren wieder Explosionen zu hören. Laut ukrainischer Luftwaffe konnten zwar alle feindlichen Geschosse abgewehrt werden, aber es wurden dennoch mehrere Häuser durch herabfallende Trümmerteile beschädigt. Ein Mensch dürfte verletzt worden sein. Andererseits wurde bei Bachmut wiederum ein russischer Panzer beschossen. Die Soldaten bringen sich in Sicherheit. Das wertet die Ukraine als weiteren Erfolg bei ihrer Gegenoffensive. Und auch im Süden bei Cherson ist der ukrainischen Armee zuletzt ein Vorstoß gelungen. Die Stadt hat diesen Krieg aber in aller Härte zu spüren bekommen. Erst monatelang von den Russen besetzt, dann zurückerobert, aber seither regelmäßig russischen Angriffen ausgesetzt. Denn die Front liegt gleich auf der anderen Seite des Dnipro, des Flusses, der nach der Sprengung des Kachowska-Staudamms auch Teile von Cherson überflutet hat. Ein weiterer Schlag war das für die Stadt, die vor dem Krieg 320.000 Einwohner zählte. Jetzt sind es noch etwa 50.000. Die Antonowski-Brücke über den Dnipro liegt am Stadtrand von Cherson. Mehrmals bombardierten die Russen jüngst das Ufer, um einen ukrainischen Brückenkopf zu beseitigen. Ob das gelungen ist, ist unklar. Zum Dnipro haben Journalisten keinen Zugang. In Cherson selbst war immer wieder ukrainische Artillerie zu hören. Auffällig sind die vielen Bunker, die vor allem im Zentrum stehen. Sie sollen an neuralgischen Punkten Schutz bieten. Auf diesem steht Überlebenskünstler und das muss die verbliebene Bevölkerung sein, denn die Wirtschaft liegt da nieder. Arbeit gibt es keine. Ich habe in einer Fabrik gearbeitet, die Süßwaren herstellte. Jetzt handle ich mit Gemüse, denn man muss überleben. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Die Stimmung am Markt ist gereizt. Er wurde jüngst beschossen. Dafür werden Journalisten verantwortlich gemacht, die hier gedreht haben. Doch für Unzufriedenheit gibt es viele Gründe. Wie soll ich mit 50 US-Dollar überleben? So hoch ist meine Pension. 25 Jahre habe ich in einer Fabrik gearbeitet. Trotz aller Probleme bleibt Cherson eine wichtige Drehscheibe. Im Terminal dieses privaten Zustellers kommen viele Hilfsgüter an, die an die Bewohner der Überschwemmungsgebiete verteilt werden. Im Zentrum steht dieses Plakat aus einer anderen Zeit. Gott, pass auf die Ukraine und die Welt auf. Diesem umfassenden Wunsch gibt es wohl nichts hinzuzufügen. Wir umgehen mit der Bedrohung, die der Ukraine-Krieg auch hier in Österreich verursachen kann. Darüber ist jetzt ein politischer Streit entbrannt und da geht es wieder einmal um die Neutralität. Die Regierung, die plant ja, dass Österreich am Raketenabwehrsystem Sky Shield teilnimmt. Für die FPÖ ist das mit der Neutralität unvereinbar, weil dieser Schutzschirm maßgeblich von Staaten des westlichen Militärbündnisses NATO betrieben wird. Außenminister Schallenberg kann diese Bedenken nicht nachvollziehen, wie er heute in der ORF-Pressestunde sagt. Die Initiative, gemeinsam anfliegende Drohnen und Raketen zu identifizieren und abzuschießen, geht von einer Gruppe von NATO-Staaten aus. Österreich könne aber ohne Neutralitätsbedenken daran teilnehmen, meint der Außenminister. Wir sind in der Mitte dieses Kontinents und wir haben es ja erlebt, wenn Drohnen durch halb Europa fahren und irgendwo abstürzen. Wir haben selber technische Möglichkeiten und das schützt uns besser, wenn wir auch den Informationsfluss von anderen kriegen. Es sind bisher nur NATO-Staaten, die da mitmachen. Nein, und weil Österreich dabei ist. Ja, aber das ist der einzige Nicht-NATO-Staat, um das geht es ja. Uns geht es darum, es ist ein europäisches Projekt, dass Staaten das machen, von dem wir immer reden. Auf Englisch gibt es den Begriff Pooling und Sharing. Das ist es. Es ist nicht mehr. Und es hat mitnichten etwas mit der Neutralität zu tun. Bei der Lage in Russland nach dem abgeblasenen Aufstand der Wagner-Söldnertruppe sieht der Außenminister das Regime von Wladimir Putin als geschwächt an, aber nach wie vor als Machtfaktor.
etwas, und das habe ich auch selber immer wieder klargestellt, dass wir als österreichische Bundesregierung, ich glaube auch als Europäische Union, nicht darauf aus sind, einen Regimewechsel herbeizuführen in Russland. Wir sind auch nicht darauf aus, die Russische Föderation aufzuspalten. Wenn Sie jetzt sagen, wir sind gegen einen Regimewechsel, sagen Sie damit nicht auch direkt, Putin möge bleiben, solange er kann? Was ich sage, ist, unser Ziel ist, die Unterstützung der Ukraine im legitimen Kampf zur Herstellung der territorialen Integrität und Souveränität. Das ist unser Ziel als Europäische Union. Sagt Schallenberg. In Frankreich sollen zehntausende Polizistinnen und Polizisten in den Städten für Ordnung sorgen, die zuletzt besonders von gewaltsamen Ausschreitungen betroffen waren. Heute Nacht, vergangene Nacht, hat es wieder Unruhen und Krawalle gegeben, aber das Ausmaß war geringer als in den Nächten davor. Für Entsetzen hat aber ein Anschlag auf das Haus eines Bürgermeisters in der Nähe von Paris gesorgt. Mitten in der Nacht sollen Randalierer versucht haben, das Haus des Bürgermeisters in Brand zu setzen, so die Staatsanwaltschaft, die jetzt wegen Mordversuchs ermittelt. Denn zum Zeitpunkt des Anschlags haben sich die Frau des Bürgermeisters und ihre zwei kleinen Kinder in dem Haus befunden. Die Randalierer wollten eigentlich das Rathaus stürmen, aber das war verbarrikadiert. Also haben sie sich das Haus des Bürgermeisters vorgenommen. Rund 45.000 Polizeikräfte hat Frankreichs Regierung in die Städte geschickt, um auf den Straßen für Ordnung zu sorgen. In Paris löst die Polizei einen Protest auf den Champs-Élysées auf. Sehr gewaltbereite kleine Gruppen, die gut organisiert und ausgebildet sind, wollen sich der Republik widersetzen. Aber der Staat wird nicht nachgeben, sondern zurückschlagen. Auslöser der jüngsten Proteste ist der Tod eines Jugendlichen nordafrikanischer Abstammung. Der 17-Jährige wurde am vergangenen Dienstag während einer Verkehrskontrolle in einem Vorort von Paris von einem Polizisten erschossen. Fälle von Polizeigewalt sorgen immer wieder für Proteste. In Österreich ist vor allem der Tod von Markus Omofuma in Erinnerung, der während seiner Abschiebung Ende der 1990er Jahre gestorben ist. Hunderten Fällen mutmaßlicher polizeilicher Übergriffe wird jährlich nachgegangen. In Zukunft soll dies durch eine eigene, unabhängige Beschwerdestelle passieren. Der Beschluss im Nationalrat erfolgt am Donnerstag nach langwierigen politischen Verhandlungen. Es sind Fälle wie diese, die die Polizei in Misskredit bringen, wegen des Vorfalls an sich, aber auch wegen der Art und Weise, wie den Vorwürfen nachgegangen wird. Im türkis-grünen Regierungsprogramm wurde daher eine unabhängige Ermittlungsstelle festgeschrieben. Es dauerte aber ganze 3 Jahre, bis man das Projekt auf den Boden bringen konnte. Die Ermittlungsstelle wird trotz Kritik im Innenministerium, und zwar im Bundesamt für Korruptionsbekämpfung, angesiedelt. Man könnte natürlich auch einen Ombudsmann einrichten, der müsste aber tatsächlich ein Vierteljahr, ein halbes Jahr warten, bis er an die Akten kommt. Die Leitung wird ausgeschrieben. Dutzende Stellen stehen für Polizeibeamte, aber auch Ärzte oder Soziologen zur Verfügung. Die Unabhängigkeit der Arbeit soll zudem auch ein Beirat sicherstellen. Jede eventuelle Weisung, die an dieser Stelle erteilt würde, müsste dem Beirat sofort vorgelegt werden. Und damit haben wir sichergestellt, dass hier kein Verfahren erschlagen werden kann, wie das so schön heißt. Welche NGOs Experten in den Beirat schicken dürfen, entscheiden Justiz und Innenministerium je zur Hälfte. Die Ministerien selbst haben entgegen ursprünglichen Plänen keinen Sitz in diesem Gremium. Gewaltakte künftig verhindern, das wollen die Behörden in Serbien nach den 2 tödlichen Attentaten Anfang Mai mit einer bemerkenswerten Aktion, einer Entwaffnungskampagne für Privatpersonen, zu der jetzt ein Zwischenergebnis vorliegt. Wir erinnern uns, innerhalb weniger Tage sind bei Schussattentaten in Belgrad und Umgebung insgesamt 18 Menschen getötet worden, darunter auch viele Kinder und Jugendliche an einer Schule. Das hat neben Entsetzen und Trauer auch eine Protestwelle ausgelöst. Seither demonstrieren jede Woche Zehntausende gegen den Gewaltkult im Land und auch gegen den mächtigen Präsidenten Alexander Vučić. Der hatte nach den Amokläufen eine Kampagne gegen illegale Waffen angekündigt. Und seither haben die Menschen dort mehr als 100.000 solcher Waffen abgegeben. Zehntausende Gewehre und Minen, Millionen Schuss Munition, Granaten und auch der ein oder andere Raketenwerfer. Am ersten Blick wähnt man sich auf der Leistungsschau einer gut gerüsteten Armee. Medienwirksam präsentiert die Regierung das Resultat der landesweiten Entwaffnungskampagne. Nicht ohne Grund, denn der Druck der Bevölkerung wächst.
Seit Wochen wird demonstriert, Autobahnen blockiert. So lange, bis die Regierung auf unsere Forderungen eingeht, sagt diese Demonstrantin. Ein Klima der Gewalt vergiftet Serbien, heißt es auf den Protestmärschen. Befeuert durch die nationalistische Rhetorik von Präsident Vucic und den regierungsnahen Boulevardmedien. Zumindest mitverantwortlich für die tödlichen Schussattentate der letzten Monate, sagen sie. Zu lange hätten die Verantwortlichen in Belgrad bewusst weggesehen. Zumindest das scheint nun nicht mehr möglich. Im Süden Pakistans müssen die Menschen gerade wieder Spuren eines Zyklons beseitigen. Zerstörung und Wiederaufbau, ein sich wiederholender Kreislauf. Die Klimakrise trifft das Land besonders schwer mit Temperaturen von bis zu 50 Grad und steigenden Meeresspiegeln. Und dieses Salzwasser vernichtet Felder und Lebensraum, berichtet Rosa Lyon aus Pakistan. Der Süden Pakistans, vielfach von der Klimakrise betroffen. Das Meerwasser frisst Land, Zyklone werden häufiger und für die kommenden Tage sind heftige Regenfälle vorausgesagt. Das ist mein Haus, das Dach wurde weggefegt vom Sturm. Wir sind arm, wir können es nicht wieder aufbauen. In Keti Banda gibt es keinen Strom und kein fließendes Wasser. Wenn die Natur zuschlägt, sind die Menschen ausgeliefert. Sie haben nur, was sie am Leib tragen. Es war sehr hart, wir mussten unser Zuhause verlassen. Wir haben unser Hab und Gut verloren. Nun hat niemand mehr Geld, um Kleidung zu kaufen. Das Meer ist deutlich näher gerückt, doch Fische und Meeresfrüchte sind rar geworden. All das war fruchtbares Land hier, es waren Reisfelder. Heute hat das Meer übernommen. Keti Banda war einmal eine reiche Hafenstadt. Mittlerweile leben die Menschen hier ohne Strom und weit unter der Armutsgrenze. Die Kinder gehen großteils nicht zur Schule, zu dringend wird ihre Arbeitskraft gebraucht. Zurück nach Österreich. Junge Menschen mit Behinderung sollen künftig mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt bekommen. Die Regierung hat beschlossen, dass sie ab nächstem Jahr Zugang zum Arbeitsmarktservice erhalten. Erleichterungen erhoffen sich die Betroffenen auch davon, dass die verpflichtende Überprüfung auf Arbeitsfähigkeit nicht gleich nach der Schule, sondern erst mit 25 Jahren erfolgt. Wir haben uns angeschaut, was sich da künftig konkret ändert. Eine Werkstatt der Lebenshilfe in Wien. Hier können junge Menschen mit Behinderung nach der Schulpflicht verschiedene Arbeitstätigkeiten ausprobieren. Wir tun heute Kabeln bearbeiten für eine Firma. Also das ist momentan der Auftrag, den wir jetzt haben. Was ist deine Lieblingsarbeit? Alles. Das ist eine Arbeit, wo ich nicht sage, wo ich sage, gefällt mir nicht. Im Idealfall gelingt der Sprung in einen regulären Job. Ja, dass halt nicht zu Hause nur bleiben und vor dem Fernseher oder Computer versumpern, sondern dass wirklich immer Arbeit kennenlernen, das Wissen, wie Arbeitsabläufe sind, damit man einer halt ein halbwegs normales Leben halt auch einfach vorzeigen kann. Künftig stehen Jugendlichen mit Behinderung darüber hinaus auch Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen des AMS zur Verfügung. Es bringt Wahlfreiheit für Jugendliche. Bisher war das so, wenn Jugendliche Behinderungen haben und sich beim AMS gemeldet haben, weil sie eine Lehre machen wollten, dann musste das AMS prüfen, ob sie arbeitsfähig sind. Und das waren sie dann vor dem Gesetz nicht und damit war keine Möglichkeit mehr, AMS-Leistungen zu bekommen. Auch der Bezug von Arbeitslosengeld wird damit möglich. Aus Sicht der Betroffenen überfällig, aber nicht ausreichend. Was es auf jeden Fall braucht, ist ein inklusives Bildungssystem. Wir merken jetzt, dass in Wahrheit schon im Kindergartenalter, im Schulalter selektiert wird. Menschen mit Behinderungen in andere Schulen gehen, in Sonderschulen, als Kinder ohne Behinderungen. Und hier brauchen wir wirklich einen durchgehenden Pfad. Die Verbesserungen am Arbeitsmarkt für junge Menschen mit Behinderung kommen ab 2024. In Spielberg kehrt wieder Ruhe ein, die Formel 1 zieht weiter. Aber sie kommt zurück, das ist seit heute fix. Spielberg steht bis 2030 im Rennkalender. Wir schauen gleich hin nach den Meldungen. Bei einer Schießerei während eines Straßenfestes in Baltimore im Osten der USA sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Knapp 30 wurden verletzt. Was die Gewalt ausgelöst hat, ist noch unklar.
weil in der norddeutschen Stadt Kiel eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft wurde, mussten 8000 Menschen vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger war zuvor bei Bauarbeiten entdeckt worden. Der Kurznachrichtendienst Twitter sorgt mit Lesebeschränkungen für Ärger. Nutzer, die keine monatliche Gebühr bezahlen, können nur noch wenige hundert Beiträge pro Tag lesen. Eigentümer Elon Musk spricht von einer vorübergehenden Sicherheitsmaßnahme. Wie gelesen wurde in Klagenfurt, da ist heute der Ingeborg-Bachmann-Preis vergeben worden. Valerie Gordejew heißt die Gewinnerin. Die deutsche Schriftstellerin darf sich über die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung freuen. Sie hat sich gegen 11 Autorinnen und Autoren durchgesetzt, die bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur um die Wette gelesen haben. Klagenfurt stand in den vergangenen Tagen wieder ganz im Zeichen der Literatur. Der Siegertext von Valeria Gordejew trägt den Titel »Er putzt«. Er schraubt das Abflusssieb auseinander, hebt den Gummiring an und entfernt den faulig darunter hervorkriechenden Schmutzrand. Valeria Gordejew öffnet mit ihrem Text, ich sage es nochmal, die Tür zu einem literarischen Raum der Hingabe und Sorgfalt. Es ist eine schöne Erfahrung, dass das nach außen funktioniert mit meinem Schreiben. Insgesamt 5 Preise wurden im Rahmen des Bewerbs vergeben, darunter der mit 12.500 Euro dotierte Deutschlandfunkpreis an die österreichische Autorin Anna Fellenhofer. Migration, sexuelle Gewalt, Gender-Identität. Die eingereichten Texte bewegten sich klar am Puls der Zeit, was für intensive Diskussionen in der Jury sorgte. Aber das ist kein Wahnsinn. Es macht sie ja wahnsinnig. Die literarische Öffentlichkeit ist eine politische Öffentlichkeit und ein extrem wichtiger Raum für gesellschaftliche Verständigung. Die Trophäe selbst trägt anlässlich des 50. Todestags von Ingeborg Bachmann ein neues Antlitz und soll von nun an Inge heißen. Ein Wettbewerb der ganz anderen Art begeistert Motorsportfans in aller Welt. Und die haben an diesem Wochenende wieder einmal alle Augen auf die Steiermark gerichtet. Und mehr als 300.000 sind sogar persönlich angereist zur Formel 1 in Spielberg und haben Weltmeister Max Verstappen beim Siegen zugeschaut. Die Formel 1 hat darüber hinaus bekannt gegeben, noch länger in Spielberg ihre Rennen fahren zu wollen. Max Verstappen, wer sonst gewinnt den großen Preis von Österreich in Spielberg? Neben dem Weltmeister komplettieren Charles Leclerc und Sergio Perez das Podest. Das Formel-1-Wochenende war nicht nur auf der Rennstrecke eine runde Sache. Die über 300.000 Fans bekommen viel geboten. Anscheinend ist es das Beste der Welt. Gemütlich verlaufen ist die Anreise mit den vielen Bus-Shuttles. Die Fans werden direkt und fast ohne Stau zum Ring gebracht. Der Busfahrer ist großartig, das Shuttle funktioniert, ist pünktlich. Österreich und die Steiermark haben sich dem internationalen Publikum an diesem Wochenende als perfekter Gastgeber präsentiert. Die Gäste kommen am Montag, fahren am Dienstag die Woche drauf und man merkt, die Urlaubsregion Murda wird angenommen und die Partystimmung am Ring, ich sage immer, das Woodstock der Formel 1 spielt sich hier in Spielberg ab. In Spielberg scheint das Gesamtkonzept zu passen. Das gefällt auch der Formel 1. Schon vor dem Rennen wurde der Vertrag mit dem Red Bull Ring vorzeitig bis 2030 verlängert. Da haben also viele Hänselmännchen daran gearbeitet, in allen Bereichen. Also einmal die Organisation selber, unser Team, dann natürlich auch die Geschäftsführung und die Formel 1. Wir alle haben da zusammengearbeitet und haben also ein großes, großartiges Paket geschnürt. Nach der Formel 1 Party geht es in Spielberg im August mit der MotoGP weiter. Es gibt nichts, worüber man nicht streiten kann. Das zeigt sich gerade zwischen Thailand und Sri Lanka. Da hat das Schicksal eines Elefanten eine handfeste diplomatische Krise zwischen diesen beiden Ländern ausgelöst. Sak Surin heißt das Tier des Anstoßes. Vor gut 20 Jahren hatte ihn die Regierung Thailands an Sri Lanka verschenkt. Dort hat er dann aber in einem Tempel Schwerstarbeit verrichten müssen und ist auch misshandelt worden. Und deshalb hat ihn Thailands Regierung in einer aufwendigen und ziemlich teuren Aktion wieder zurückgeholt. Die asiatische Elefantenkrise ist aber noch nicht vorbei, denn Sri Lanka hat bereits angedeutet, das Tier wieder zurückzuholen. Wenigstens solche Probleme haben wir hier in Österreich nicht, genauso wenig wie tropische Temperaturen. Und damit sind wir beim Wetter und bei Christa Kummer. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und einen angenehmen Start in die neue Woche. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis morgen.